Also, hallo Leute, wir sind hier am Alexanderplatz, hier beim Fernsehturm, wie man sieht. Ja, wir sind von Zeitdruck TV und haben heute die Frage oder stellen heute Leuten die Frage, was sie über Kampfhunde im Allgemeinen denken und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Los geht's! Also ich glaube, dass viele Menschen diese Hunde halten, ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein, dass das gefährlich ist. Wir haben viele Fälle, wo Menschen verletzt wurden, auch Kleinkinder umgebracht oder nicht umgebracht, getötet wurden. Insofern finde ich, sollte man das einschränken und vor allen Dingen sollte man diese Hunde gar nicht züchten, weil sie werden als Waffe eingesetzt oft. Und wenn ich mich schützen will, reicht doch auch ein großer Hund, der bellt und vielleicht ein bisschen aggressiv ist. Wozu brauche ich dann noch einen Kampfhund? Ach so, okay. Und haben Sie selber Hunde? Nein. Ich wohne in einer Wohnung mit schönem Parkett, arbeite den ganzen Tag und finde, wenn man sich Tiere hält, muss man sich sehr intensiv um sie kümmern. Das ist dann quasi wie so ein Kind, was man da hat und dafür habe ich nicht die Zeit. Und wer einen Hund nicht richtig hält, sollte gar keinen halten. Ach so. Und was halten Sie von Kampfhunden? Natürlich nicht so viel. Warum denn, wenn ich fragen darf? Weil sie Menschen und Kinder gefährden. Und was halten Sie von Leinzwang für Hunde? Also, dass sie zwangs angeleint werden? Das kommt immer drauf an, wo. Also in der Stadt halte ich es für sinnvoll. Im Park oder im abgeschiedenen Eck, sage ich jetzt mal, ist kein Problem. Also ich persönlich habe da jetzt nichts gegen. Ach so, okay. Wie denken Sie oder wie schätzen Sie die Lebensbedingungen von Hunden gerade in Berlin ein? Finden Sie es sinnvoll, wenn man in der Stadt wohnt, sich einen Hund zu halten? Nee, da halte ich jetzt nicht so viel von. Man muss auch Zeit für Tiere haben. Denken Sie, der Platz reicht aus hier in Berlin für, also sage ich mal, wenn man jetzt eine Wohnung hat oder so, sagen wir mal, jetzt ist, die Bezirke sind ja egal, aber sagen wir einfach mal, man wohnt im Herzen von Berlin, direkt in Mitte. Denken Sie, da gibt es genügend Platz und Freiraum, was den Hunden gerecht werden könnte? Kann ich gar nicht so viel zu sagen. Ich bin nämlich gerade zu Besuch in Berlin. Ach so, okay. Leider kenne ich mich da nicht so gut aus. Okay, vielen Dank. Dann wünsche mir noch einen wunderschönen Tag. Danke euch auch. Also erstens bin ich nicht aus Berlin, aber zu den Kampfhunden kann ich generell was sagen. Ja? Ich finde es sehr problematisch, diese Tiere zu halten. Ich kann Leute verstehen, die Hunde gerne halten, aber wenn sie Kampfhunde zum Beispiel halten, um sich selber einen Status, sich im Prinzip damit aufzuwerten, dann halte ich das für sehr, sehr problematisch. Ach so. Haben Sie selber einen Hund? Nein, ich habe selber keinen Hund. Ich mag aber Hunde sehr, sehr gerne. Ja? Und besonders Schäferhunde. Schäferhunde liebe ich und Schäferhunde sind ganz liebe Tiere. Und ich mag sie mit den Rangeln, ich mag mit denen Hand ins Maul und so weiter. Also ich habe keine Berührungsängste mit Hunden, die also auch sehr, sehr, ja, auch kräftiger sind. Ja? Also da habe ich keine Berührungsängste. Ja, für Hunde gilt Leinzwang. Was halten Sie davon? Ja, finde ich okay. Ja? Ich denke, es gibt Bereiche, wo man sich überlegen kann, dass man den Hund frei laufen lassen kann. Das gibt sicher Bereiche. Im Wald ist manchmal schwierig oder so. Aber es gibt sicher so Wiesen oder so große, größere Parks. Wenn ich dem Hund vertrauen kann, ist das in Ordnung, ihn frei laufen zu lassen. Ansonsten, man kann ihn ja auch an der langen Leine lassen. Ja, also dass da so ein bisschen, ja? Ach so. Für Hunde, also, es gibt Lebensbedingungen. Nee, warte. Wie würden Sie die Lebensbedingungen eines Hundes schätzen? Ja, pass auf, das ist in der Großstadt ist es im Prinzip für solche Tiere ganz schwierig, ja. Also wenn der Hund keinen vernünftigen Auslauf haben kann, ja, wenn er im Grunde genommen nur mal ab und zu Gassi gehen kann, ist das kein schöner Lebensraum. Ja. Also der Hund sollte mindestens sich mal so ein bisschen großflächiger bewegen können. Ach so, okay. Vielen Dank noch. Ja, okay. Also es geht um Hunde in Berlin, ja? Okay. Ja. Was denken Sie über Kampfhunde? Was soll ich drüber denken? Ja, wie Sie das finden? Wie ich Kampfhunde finde? Ja. Ich finde den Namen schon mal falsch. Und was denken Sie darüber? Über was? Na, über Kampfhunde, dass sie so halt, dass sie immer kämpfen wollen, dass sie Todesunfälle darüber gibt. Kampfhunde wollen immer kämpfen. Also nicht immer, aber es gibt Todesunfälle darüber. Aha. Ja. Es gibt auch Verkehrsunfälle. Ich bin eigentlich für so eine Art Hundeführerschein. Aber für alle Hunde. Ja,
los geht's.